Vor der Information gab es diese Ganzheitlichkeit nicht. Das Ja. ist ja das Neue an der Informationsenergetik, weil sie nur wirklich mal, egal ob Physik, Chemie, Biologie, alles organisch zusammenschaut. Und das ist doch ein mächtiges Werkzeug, das müsste doch eigentlich genutzt werden. Ne? Aber es darf erst genutzt werden letztendlich, wenn auch die Gesellschaft letztendlich das. Ich gucke mal, du kannst ja damit auch Schindluder betreiben. Das sind Atombomben Spielzeug, das betone ich ja immer da. Aber man muss ja nicht sagen, wie ist das passiert. Das darf man den Leuten ja nicht sagen, darum äußere ich mich ja nicht. Ich weiß es, aber ich sage auch vieles nicht. Ne? Ich halte auch vieles zurück, was ich schon längst weiß. Ne? Ja, klar. Ja. Darum ja. Denn damit kriegst du ja wirklich ein mächtiges Machtmittel in der Hand. Also, wo du wirklich letztendlich nachher alles gestalten kannst. Also, es ist natürlich die Entwicklung, das wird sich qualitativ immer weiter ändern. Die Evolution ist nicht abgeschlossen, die geht weiter. Ne? Aber im Ja. Moment befinden wir uns wie Lenin so, zwei Schritte vorwärts, ein zurück. Wir befinden uns zurzeit in einer Zurückphase, also was ja die Devolution ist und nicht die Evolution. Die Menschen werden im Moment immer bekloppter und verrückter und blöder, als dass sie sich wirklich weiterentwickeln im Moment. Ja, eben, ne? Ja. Aber solche Phasen müssen wir eben überleben. Jetzt geht es darum zu überleben, damit das Neue dann letztendlich, wenn es den Status erreicht hat und die kritische Masse überschritten hat, sich wirklich frei entfalten kann. Und die Menschen und die Masse kapiert es immer erst, wenn sie wirklich einen vom Buch kriegt. Und durch Tal der Tränen vorher kapieren sie nicht, um was es eigentlich geht. Ne? Leider war, ja. Ja. Ich denke auch, der Druck von außen, also durch zum Beispiel wirtschaftliche, Gucke mal doch schon alleine, das ganze System bricht doch schon so schnell zusammen. ja, eben. Wenn es doch bloß mal eine ordentliche Wucht von der Sonne, so ordentlich her, dann sind die Satelliten weg, dann ist das Wollte gerade sagen. weg. Und wenn da noch ein kleiner EMP mit drin ist, letztendlich, dann funktioniert auch keine Computer mehr und so weiter. Zumindest nicht, was die Weiterleitung betrifft, vielleicht nur örtlich und so weiter. Und dann bricht diese Wirtschaft absolut zusammen. Ne? Aber es muss doch nicht erst so weit kommen. Du darfst dich doch nicht, wie in einem Betrieb, darfst du dich doch nicht auf ein Produkt, du musst dich doch breit gefächert aufstellen. Und das heißt doch, du darfst doch heute nicht dieses analoge Tod machen und den Menschen seine Menschlichkeit rauben, indem du ihn einfach freistellst und ihn noch nicht mal versorgst mit Essen, Trinken und so weiter, sondern du musst dich doch allumfassend aufstellen. Das heißt also, das Analoge, was immer so tot geschrien wird, ist doch genauso wichtig wie das Digitale. Ist so ja, was das reelle Leben betrifft, sogar noch viel wichtiger als das Digitale. Ne? Das muss doch begriffen werden. Und wenn man das nicht begreift als Ganzheit, irgendwann, guck mal, die Sonne dreht sich so langsam mit ihren Sachen, wo sie ihre Sachen rauswirft und so weiter. Irgendwann zeigt es auf der Erde und dann erledigt sich das. Aber es muss doch gar nicht so weit kommen. Man muss doch vorher schon die Notbremse ziehen. Ne? Aber es ist vielleicht wirklich notwendig, dass Wahrscheinlich, ja. erst dieser Zusammenbruch kommt, Ja. damit es verstanden wird. Ja, leider, leider. Ja. Leider. Die Masse ist, naja. Kannst du nicht machen. Das ist ja dann immer so gegeben. Aber wenn dann erst der qualitative Sprung vollzogen ist, dann sagen sie alle, wir haben das schon immer alles so gewusst. Also dann ist das so. Ist doch wieder mehr Wissenschaft. Erst war den Professoren so dagegen und irgendwann ist es dann Allgemeinwissen und Allgemeingut, ne? Und so ist das jetzt nicht, ist es nicht anders. Da passiert das immer, ne? Ja. Naja, darum ja. Auch Lenins Texte sollte man mal lesen. Da steckt auch viel Philosophie drin. Auch wenn die sogenannten Kommunisten immer so totgeschrien werden. Ne, 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 da steckt viel Wahrheit drin und so weiter. Weil, haben das natürlich dann auf den dialektischen Materialismus bezogen, was ja wieder eine Einseitigkeit ist. Entweder ich spreche von Dialektik oder ich spreche von Logik. Da Ja. sind die Begriffe angesiedelt. Und wenn ich von Dialektik spreche, ist das Materielle genauso einbezogen wie das Geistige. Das war ja der Mangel, dass man dann diese Geistigkeit nicht in den Augenschein genommen hat, wo die Menschen dann irgendwo gesagt haben, jetzt hast du die Schnauze voll, auf das gesagt. Ja? Darum, man hätte nicht vom der dialektischen Materialismus sprechen sollen, sondern von der Ganzheitlichkeit der Dialektik und der Logik als Entscheidungsgrund. Ja. Das ist auch schon wieder eine Verwischung, indem man da
verschiedene Gebiete einfach durcheinander schmeißt. Logik ist ein Teilbereich der Philosophie und die Materie ist eine Teilqualität in der Philosophie. Da muss man dann auch sehen, wo es angeordnet ist, wie man was überhaupt kombinieren kann und so weiter. Aber das zeigt ja alles die Informationsenergetik jetzt auf, wie das wirklich sauber zu sehen ist, ne? Indem ich ja die Begriffe dann neu definiere und sauber definiere und was darunter zu verstehen ist und so weiter. Habe ich ja viel Zeit und Aufwand und so weiter. Und darum muss man auch mal die Definitionen lesen, was die Informationsenergetik dann für bestimmte Sachen denn aussagen. Ne? Und das sind die Grunddefinitionen von Information, Energie und Masse. Das müsste dann wirklich in jeden reinkommen. Was alleine die zwei Sätzchen, die ich dazu zu diesen drei Qualitäten sage. Zumindest das müsste als Allgemeinwissen dann auch bei normalen, wer im Fernseher gucken will, der muss ja auch wissen, wie er den Fernseher anschaltet. Das ist im Prinzip so das Problem. Und wenn er das nicht weiß, kann er auch den Fernseher nicht nutzen. Und wie will man in der Welt leben, wenn man nicht wirklich die Grundvoraussetzung dieser Welt kommt und dann weiß man noch nicht, wie man sich verhalten müsste. Das ist jetzt ein schönes Bild, ja, das gefällt mir. Warum ja? Also, es gibt wirklich im Moment nichts, was überhaupt auch nur annähernd der Informationsenergetik als ganzheitliche Lehre, und ich sage immer als Lehre bzw. als Modell des Universums, dem über auch nur annähernd gleichkommt. Teilaspekte haben viele letztendlich. Und dann stellen sich hin und ich bin der große Kuchen und so weiter. So ein Quatsch ist das, so ein Blödsinn. Ne? Ja, aber das ist nur die Neigung des normalen Menschen. Er möchte sich hervorheben aus der Masse letztendlich. Ja. Hervorheben. Ich wollte mich nie aus der Masse hervorheben, ja, aber ich wollte alles immer ganz genau wissen. Und das mache ich ja. Das ist ja mein Leben. Darum bin ich hierher gekommen. Das ist mein Leben. Und das ist die Wissenschaft letztendlich. Das wusste ich schon als Kind, dass ich Wissenschaftler werden will. Ja, darum ja. Aber auf der anderen Seite möchte mich denn das Universum so langsam auch mal ein bisschen belohnen, in der Weise, dass man dann nicht bloß immer 200 Euro im Moment zur Verfügung hat und dass man dann sehr schwer damit auskommt in der heutigen Gesellschaft, wo alles teurer wird. Ne? Ja, ja, klar. Ja, es wird jetzt leider noch teurer. Soll das Universum bitteschön auch ein bisschen auf mich zukommen und so weiter. Darum habe ich denen ja auch schon gesagt, wenn er noch so weitermacht, dann mache ich die Schnauze voll, dann lebe ich von dem, was ich habe und dann könnt ihr mal sehen, was da, wie das hier weiter fortsetzt. Und so. Nein. Aber auf der anderen Seite zeigen sich ja so bestimmte Aspekte letztendlich. Es sind schon einige Aspekte, die jetzt so aufleuchten. Aber man muss immer sehen, was draus kommt. Ich sehe immer erst, wenn wirklich was Hand und Fuß hat, dann akzeptiere ich das als gegeben. Ne? Vorher nicht. Sonst wird man enttäuscht. Und das muss man ja auch nicht. Ne? Solange wie du dich nicht täuschen lässt, wirst du auch nicht enttäuscht. Das ist ja. Und täuschen lassen kannst du dich mit allem, was über deinem Horizont, wo du lebst, hinausgeht. Du weißt nie, wie andere reagieren, wie andere letztendlich, oder was andere Einflüsse auf dich zukommen, weil das ist ja unerschöpflich und da kann dieses passieren, kann jenes passieren und genaues weiß man nicht. Ne? Ja. Darum. Schön.